Der Osterhase Olli. Ganz früh am Morgen, wenn du noch schläfst, hoppelt der Osterhase Olli durch den Garten. Er versteckt bemalte Eier und Süßigkeiten. Nach getaner Arbeit lässt er sich in den Liegestuhl fallen und genießt seinen Möhrensaft. Dieses Jahr bin ich 2 Stunden früher mit dem Austragen der Eier fertig geworden. Olli lässt die Augen unter seiner Sonnenbrille fallen. Und jetzt ein schönes Nickerchen. Plötzlich verdunkelt sich die Sonne. Da steht ein anderer Hase vor ihm. Ich dachte, der Osterhase ist fleißig. Und da liegt ein Faulpelz. Der Osterhase Olli schreckt auf. Er weiß, wer vor ihm steht. Sei ruhig, Krummpelz. Ich habe alle Ostereier ausgetragen. Jetzt darf ich mir auch eine Pause gönnen. Arrogant wie immer, Eure Majestät, Osterhase. Der andere Hase holt einen Zeitungsartikel aus seiner Tasche. Schau, was die Presse über dich schreibt. Kinder sind gelangweilt. Jedes Jahr die gleichen Geschenke, jedes Jahr die gleichen Verstecke. Gehen dem Osterhasen die Ideen aus? Du wirst wohl alt und betriebsblind. Es ist Zeit für einen neuen Osterhasen. Mich. Nächstes Jahr verstecke ich die Ostereier. Bereite dich schon mal auf deine Rente vor. Bis nächstes Jahr. Der Osterhase sieht Krummpelz hinterher. Nicht mit mir, Krummpelz. Dir zeige ich es. Das Jahr über stand der Osterhase nächtelang in seinem Arbeitszimmer. Er klebte Fotos von den Verstecken, an denen er die Ostereier versteckte, an die Wand. Eine Linie verband die Bilder zu einer Route. Es war spät. Seine Frau streckte ihr Köpfchen durch die Tür. Mach nicht mehr so lange, Schatz. Nein, nein, murmelte der Osterhase, während er Eier akribisch bemalte. Sie sollten noch bunter und schöner werden als vergangenes Jahr. Schließlich war der Ostersonntag des nächsten Jahres gekommen. Der Osterhase hoppelte besonders früh aus seinem Bau. Ich bin der wahre Osterhase. Und das wird auch so bleiben. Er versteckte seine Ostereier in den Dachspeichern der Häuser, in den tiefsten Winkeln der Keller und sogar in den Maschinenräumen von Schiffen. Das sind gute Verstecke. Die Kinder werden lange suchen und sich nicht mehr langweilen. Als Osterhase Olli am nächsten Tag die Zeitung aufschlug, blieb ihm beinahe ein Bissen im Hals stecken. Kinder weinen an Ostern. Keiner findet die Ostereier. Schatz, hast du das gelesen? Die Kinder finden meine Ostereier nicht. Die Frau des Osterhasen streichelte ihren Mann durch über den Kopf. Mein Liebling, wie sollen die Kinder die Ostereier an Orten finden, vor denen sie sich fürchten? Kein Kind begibt sich gern in den Keller oder auf den dunklen Dachboden. Osterhase Olli dachte einen Moment nach. Okay, die Verstecke waren anspruchsvoll. Aber weißt du, Krummpelz hat mich herausgefordert. Ja, das hat er, mein Hase.
Aber steht in der Zeitung etwas über Krumpels? Er hat dich provoziert und wollte deine Schwachstelle herausfinden. Das hat er geschafft. Wenn du die Kinder nächstes Jahr wieder enttäuscht, wünschen sie sich vielleicht wirklich einen neuen Osterhasen. Aber wenn du weitermachst wie immer, dann glaub mir, dann wird alles gut. Du bist der wahre Osterhase. Vertrau auf deine Fähigkeiten, mein Liebling. Der Osterhase wählte im nächsten Jahr die Verstecke wie all die Jahre zuvor. Die Kinder fanden die Ostereier im Garten, in den Sträuchern und im Ostergras. Die Kleinen strahlten wieder und kein Kind langweilte sich. In der Zeitung stand nie mehr ein böses Wort über den Osterhasen. Er wusste, wenn er auf seine Fähigkeiten vertraut, wird alles gut. Nur beim Frühjahrsputz fand Mama Ostereier auf dem Dachboden. Sie wunderte sich, wie die Ostereier dorthin kamen. Wenn wir an unsere Fähigkeiten glauben und immer am Ball bleiben und uns nicht, so wie der Osterhase Olli, davon abbringen lassen, dann wird am Ende alles gut. Wenn euch diese kleine Ostergeschichte gefallen hat, dann wird euch sicher auch das Hörbuch rund um das positive Denken mit Tiergeschichten mit dem Titel Die Reisen des Kuhkönigs, die Suche nach dem Glück gefallen. Ladet euch das Hörbuch gleich auf meiner Webseite im Webshop herunter auf www.kuhkönig.de. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach unten in die Videobeschreibung draufklicken. Ich habe für euch ein Osterangebot vorbereitet. Ihr erhaltet das komplette Hörbuch zum Osterpreis von nur 5,95 statt normalerweise 9,95. Und damit könnt ihr euch die Tiergeschichten rund um das positive Denken jederzeit und überall auf eurem Smartphone oder eurem PC anhören. Wenn euch diese Lesung gefallen hat, dann freue ich mich sehr, dass ihr mir auch nächsten Sonntag wieder euer Ohr leiht. Dann mit dem Thema Alles Schlechte hat auch etwas Gutes an sich. In jedem Schlechten steckt auch etwas Gutes. Das sollte ja eigentlich das heutige Thema der Lesung sein. Aber ich habe mir gedacht, aufgrund von Ostern mache ich heute mal eine kleine Ostergeschichte. Ihr seid herzlich eingeladen, nächsten Sonntag, den 19.04. wieder um 18 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gern einen Like und abonniert meinen YouTube-Kanal, um jederzeit über die neuesten Lesungen, Hörproben und Tiergeschichten rund um das positive Denken informiert zu bleiben. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir auch heute am Ostersonntag bei schönem Wetter euer Ohr geleiht habt und wünsche euch noch einen schönen Abend und morgen einen super entspannten Ostermontag. Bleibt gesund. Viele Grüße aus Frankfurt-Berkersheim. Euer Mario Mietig.